Wollen wir doch ein Scharfschützengewehr von denen schnappen? Zum fünften Mal würden Sie bitte zu mir kommen. Ja. Danke. Ich sterb hier nur gerade. Ah. Das ist schlecht. Ich bin ja nicht mehr unverwundbar. Verdammt. Ja, das ist Hab ich vergessen. schon seitdem wir jetzt neu gestartet haben. Wir sind ja nicht mehr in der alten Nein. Datei. Ha. Ich weiß. Ja, Papa. Ja, mein Sohn. Ich bin ein Mädchen. Ja. Scheiße. Ist egal. Ist Wurstbrot. So. Achso, hast du jetzt ein eigenes Auto? Ich hab was Besseres. Okay, ich fahr schon mal vor. Haust du rein, alter Mann? Aber die Musik. Warum ist die Musik schon wieder so leise? Irgendwie verstehe ich das nicht. Du, kleinen Moment nochmal. Ich muss mal irgendwas nachgucken. Ja klar, ich muss sowieso auch was nachgucken. Steuerung, Tastenbelegung, Auto, Motorrad etc. Alt und Steuerung. Ich mache jetzt nochmal die Gesamtlautstärke ein bisschen höher und die Musik. Weil die Dann Musik, die ist mir ein bisschen zu leise. ja, dann mach's mal. So, nochmal ganz kurz gucken. So. Ja, ist jetzt ein bisschen besser. Halt. Ich wollte Radiosender wechseln. Au, 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 au. So, verdammt. Oh ja, das wird dann auch später wieder richtig super, wenn wir dann die Emus zerstören dürfen. So, ich würde aber sagen, warte mal lieber auf mich. Ich warte, wenn ich da bin, auf dich. Okay. Ich fliege alle 5 Meter mal auf die Fresse. Warum? Weil ich ganze Zeit mit dem Motorrad Wheelies mache. Tja, das mache ich später. So, somit kriege ich nämlich auch noch ein bisschen Respekt zusammen. Das ist schön. Ich kann es ja Krieg ich gut ja auch. gebrauchen. Was? So. Ja, dann können wir jetzt ein bisschen Radau machen, würde ich sagen. So, komm, überfahren wir mal ein paar Leute. Irgendwann wird der Pömpel ja mal ans Tageslicht kommen. Ja, du könntest jetzt auf mich warten, weil jetzt will ich mit dir mitfahren. Schön. Ich freue mich. So, wir haben Oh, das nee, da Ziel. ist dein. Da hinten ist er. Erledigt. Okay, sehr schön. Ich Ich hätte ihn. bin. Er ist so gesehen. Dennis ist so gesehen der Fahrer und ich bin der Attentäter. So, jetzt würde ich sagen, erstmal ganz schnell zurück. Ja, ich guck schon mal nach, was könnten wir denn als nächstes machen? Ich würde sagen, wir Einen machen. Polizisten überfahren. Wir nehmen als nächstes einfach Karl. Mach auch Karl, der ist hier gerade in der Nähe. Ja, Moment, Moment. So, Attentate, Karl, Ziel wählen. Ja, achso, bist du eingestiegen? Nee, ich bin hier gerade diesen Sniper Uah. vernichten. Ja. Da. Scheiße. Ich glaube, wir sind tot. Ja, komm, aufstehen! Weglaufen, 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 weglaufen. Wo bist denn du? In Sicherheit, glaube ich, hoffe ich. Nein, ich hab Sniper! Ah, ich fall runter! Ich bin vernichtet. Moment. Plopp, ich bin einen Hügel runtergefallen. Ja, ich sehe dich schon. Ah, los, los, los. Gedrückt halten! Ja, ich hab dich schon. Thanks! Nur jetzt bin ich fast tot.
Nein, die Waffe ist nicht ernsthaft in Ver- Ach, verdammt. Ich würde sagen, wir müssten erstmal irgendwie zurück, bevor wir jetzt das nächste machen. Ja, gut. Steig ein. Die Bullen jetzt hier am Arsch zu haben, das ist nicht so schön. Soll ich auch allerdings markieren oder machst du? Hab ich schon. Okay. Wie sie alle versuchen uns aufzuhalten, ne? Foto, ach scheiß auf den Fotopunkt. Den können wir später auch noch holen. Wollte ich gerade sagen, den können wir ja später auch machen. Vergiss nicht, wir machen doch ein 100%. Ja, ja, ja. Ja, ja heißt leck mich am Popo Katepete. Oder anders gesagt, am Arsch. Am verbombelten Böder. Entschuldige. Ja, passt. Ach ja. Ups. Entschuldigung. Hast du Granaten geschmissen? Ich habe aus Versehen nur, glaube eine Rohrbombe ist das. Nein, es gibt keine Rohrbombe. Es gibt Granaten. Blendgranaten. EMPs und Molotovs. Und am Ende noch den Furz im Glas. Ich habe auf jeden Fall sowas, wie aussieht wie so eine Rohrbombe. Ja, das war eine Blendgranate. Alter, wie du hier alle wegrammst. Ich ramm hier gar keinen. Doch? Nein. Ich krieg immer knapp okay, jetzt habe ich eingerammt. Ich krieg hier immer knapp verfehlt. Los, mit Schmack ist durch. Was kannst du eigentlich? Dem Auto? Nix. Gut. Oh, Zugriff auf Verbesserungsshop. Du bist gerade aufgestiegen. Sehr schön. So, ich kümmere mich übrigens später um meine Teile für die Garage. Also da nicht wundern. Ne, der Zero ist so, jedes Auto, was er findet, das packt er gleich in die Garage. So. Ja, weil, because I am ein Sammeltypi. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich zum nächsten. Ein Augenblick, hat eben mal kurz bei mir Verbesserung. Ja, Moment, da gucke ich auch mal eben nach. Ich habe nämlich 5 Stück. Übernehmen. Erstmal die Sprintdauer erhöhen. Stimmt. Ja, hole ich mir auch gleich. Sprinte 25% länger. Das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich zwar nur noch 1054 Dollar, aber egal. So, hier mal ganz kurz alles durchgucken. So. Einmal zurück. Würden Sie bitte aufsteigen? Ja, ausnahmsweise. Ja, das zählt aber nur für dich. Ich weiß. Ja, aber vergiss nicht, wenn wir das dann später dann noch mit den Herausforderungen machen, nicht, dass ich dann zu der hinterherhänge, ne? Weil das ist dann auch ein bisschen scheiße. Was soll das? Ich hab die Kontrolle verloren. Nee. Willst du fahren? Ich suche mir lieber ein anderes Auto. Ich auch, glaube ich. Oh. Das liegt nicht daran, dass das andere Auto gerade explodiert ist. Motorrad. So. Ey! Stehen bleiben! Ich bin fast tot. Schön. Würden Sie die Bustür auf... hallo? Danke. Oh, schön. Ich sitze jetzt nochmal in dem hinteren Busding. Ich kann keine Waffe nehmen. Ich suche ein anderes Auto. Okay. What the fuck? Ja, ja. Und ich wette, ich bin im Endeffekt trotzdem schneller als du. Aua. Wenn mich nicht jeder überfahren würde. So,
Ja, Leute, bevor ihr euch übrigens fragt, warum ich immer nur den Radiosender, oh Gott, wie heißt der eigentlich? Moment. The Mix 107.77 anmache. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Eigentlich gar nichts. Ja, das sehe ich. Ich habe nur ein Auto geklaut. Ja, und ich habe jetzt die Bullen und hier die Morgenstern-Typsis am Arsch. Ja, nicht, dass ihr euch übrigens wundert, dass ich nur diesen Radiosender anmache. Aber ich finde, da ist die beste Musik, die da läuft in dem ganzen Spiel. Und wie man hast das du auch, den Attentat ausgewählt? Ja. Nebenbei. Gut. Und noch so nebenbei gesagt, ich bei meinem Let's Play GTA Vice City habe ich ja auch einen bestimmten Radiosender an, weil das einfach ist einfach die beste Musik. Wo bist du eigentlich? Auf den Weg zum Ziel. Ja, ich auch. Und warum fährst du so einen Umweg? Ich fahre eigentlich direkt auf ihn zu, über die Autobahn. Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier im Bereich... What the fuck? Der hat sich ein LKW bei mir aufgestellt. Welchen hast du jetzt eigentlich genommen? Den ersten? Moment. Ja, Karl. Karl, den habe ich auch. Ja, super, jetzt werde ich gerade hier aus dem Auto rausgezogen. Du musst hier rüberkommen. Ja. Bin noch schon da. Und ich werde jetzt schon wieder angeschossen hier, Alter, leck mich doch. Lass mich hier nicht verarschen. Stirb, du Scheißbulle. Kannst dich alleine verarschen hier. So. Warum fährst du jetzt da hinten lang? Weil du hier lang musst. Du musst auch mit einem komischen Teil fahren. Moment, ich komme auf dich zu. Ach, ich sehe ihn gerade hier. Ich kann nicht mehr sprinten. Wenn das Gebäude nicht im Weg stehen würde, würde ich ihn ja snipern. Jetzt gerade versteckt er sich. Ich hab ihn hier. Der fährt gerade weg, scheiße. Ich hab gerade so viel drauf geschossen, wie es ging. Geschafft. Mit dem Kopfschuss. Ja, boah. Ich habe hier die ganzen Bullen am Arsch. Nicht nur du. Aber ich würde sagen, auch das reicht allmählich für die erste Folge. Das erste Aufnahme. Wird nicht nur eine Folge sein, das werden wir... ich weiß, für die erste Aufnahme. Ich habe mich nämlich versprochen. Ja, jetzt müssten wir nur erstmal zum Speicherpunkt wieder zurück und ich bin gleich tot. Ja, warum fährst du eigentlich vor mir weg? Kannst du mir das mal sagen? Ich laufe. Ach so. Ich fahre nicht. Ich dachte, du hast ein Auto. Nö. Wo kommt der denn her? Ey, komm, das Taxi nehme ich jetzt. Auch wenn das jetzt totaler Bullshit ist, aber egal. Lauf. So, ich bin auf dem Rückweg. Was bist du? So. Ich hoffe, du hast genug Geld. Wieso? Ich habe mir hier einen Laden gekauft und verbarrikadiere mich gerade hier drin. Ja, schön. Oh, ich hab ihn geköpft. Ja, das ist echt schön. Ich muss jetzt zusehen, wie ich hier zurückkomme. Das ist toll. Das ist ganz toll. Sowas liebe ich. So, sag mir mal bitte, wie ich zum Unterschlupf komme. Ich kann jetzt nicht auf die Karte gucken. Einfach geradeaus durch. Sehr schön. Ich habe nämlich keine Reifen mehr. Ich werde gepumpelt. Hast du echt keine Lust mehr oder bist du müde? Ich bin müde. Man sollte erwähnen, wir haben jetzt gerade 2:30 morgens. Echt? Scheiße. Ist das jetzt schon so schnell wieder umgegangen mit der Zeit? Ja. So,
Geradeaus weiter oder was? Ich kann gerade selbst nicht gucken. Ich werde gerade abgeknallt. Ja, schön. Jetzt stehe ich ein bisschen geschützt. Du musst zurück. Genau. Hast du jetzt selbst markiert oder wie? Nee, ich fahre hier auf doofen Dunst. Ich glaube nach rechts, oder? Die nächste nach rechts. Dann mein Auto, das hält nicht mehr lange. Nach die nächste nach links, danach wieder nach rechts. Oh Gott, die sind hier drin. Shit. Nach. Oh Scheiße, aussteigen. Zack. Hei. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Ey. So, also links und die nächste rechts. Ja. Ich muss gerade gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme. Ist nämlich gerade nicht gut. Ich kann auch gerade dir nicht sagen, wo lang du musst. Gut, da muss ich eben selber gucken. Geh auf die Hallo! Alter, ich glaube es nicht. Ich werde hier gerade von allen möglichen Seiten. Hey, du kommst mal her. Und dich nomse ich mir jetzt mal. Gott, ey, was die Bullen hier für ein Kram machen. Alter! Diese scheiß Autos hier. Ja, komm, dann nimm dein Bullenauto. Wunderbar. Sehr schön. Noms. Halt, warte, da war doch ein Laden. Aber, nee, Moment, man kann doch erst hier den Dings verlieren. Du kannst jetzt schon, ja, du, ich bin schon in einem Laden, der mir gehört. Ja, aber, hallo, hab ich schon Laden? Nein. Nee, du kannst ihn aber schnell kaufen. Wie soll ich das machen mit dem wenigen Geld? Wie viel Geld hast du denn? $2000. Ich konnte schon zweimal mein Geld abheben. Komm her. So, ich bin jetzt Gott sei Dank da. Noms. So. Jetzt aber ganz schnell hier rein. So, ich bin drin. Un momento, por favor. Hallo? Warum? Was auch immer das war. Fertig. So, klar, Moment, kommt gerade ein Bulle hoch. Aber, nee, das scheint sich jetzt... Ich würde dann sagen, speichern wir. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. So, ja, nicht wundern, dass ich hier den 95%-Dings hier noch drin habe. Ich lasse den auch drin. So, neuer Spielstand. 3%? Wow. Speichern. So, bei mir sind 2%. Ja, weil du schon wieder... Ich habe einen Laden gekauft, deswegen... Ja. Na gut, eine Stunde haben wir jetzt aufgenommen. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal die Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten lustigen Episode wieder mit dabei. Und ja, der Zero wird dann natürlich auch wieder mit dabei sein, weil es ist ja ein Let's Play Together. Ja. Genau. Und ja, Zero, möchtest du noch was zum Schluss sagen? Ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Und wir sehen uns dann oder besser gesagt, hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Und ich sage damit nur tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.